Freunde, heute Abend geht es um eine total spannende Frage, nämlich hat tatsächlich jede Pflanze ätherische Öle? Klare Frage, klare Antwort, nein, hat sie nicht. Um das so ein bisschen mal in der Bildhaftigkeit auszudrücken, wenn du dir mal so einen Riesenhaufen von 500.000 unterschiedlichen Pflanzenspezien vorstellst, das sind ungefähr das die Pflanzen, die wir auf unserer schönen Welt haben. Und davon gibt es nur einen ganz kleinen Haufen, nämlich von ungefähr 3,6%. Diese Pflanzen können ätherische Moleküle herstellen. 3,6% im Verhältnis zu 100.000. In Zahlen ausgedrückt macht das ungefähr 18.000 Pflanzen. Das heißt, von den 500.000 können nur 18.000 ätherische Öle produzieren. Das zeigt mir einmal mehr, wie besonders diese Pflanzen sind, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Und wie hochwertig auch sozusagen diese Flüssigkeit ist, die eine Pflanze produziert, neben vielen anderen Flüssigkeiten, die sie eben auch produziert. Ja? Und dann habe ich mir angeschaut, wie groß ist eigentlich das Verhältnis, wenn Pflanzen beispielsweise Fettmoleküle produzieren und wenn auf der anderen Seite ätherische Moleküle produziert werden. Schau, in einer Pflanze, die Fettmoleküle hat, kann dieser Anteil bis zu 40% sein. Fettanteile sind die Anteile, die du beispielsweise im Olivenöl hast, im Weizenkeimöl. Diese Moleküle, die so groß sind, in Anführungsstrichen, dass sie schwierig in die Haut einziehen. Bei den Pflanzen, die ätherische Öle produzieren, liegt der Anteil nur bei ca. 3-4%. Das heißt, deutlich geringer, der kann auch mal bei 8-9% liegen, zum Beispiel bei den Harzen wie Myrrhe oder auch dem Weihrauch. Aber hier gilt es zu bedenken, beispielsweise wenn du an den Weihrauch denkst, der ist einfach unglaublich begrenzt, weil es diese alten Weihrauchbäume, die dieses Harz produzieren, einfach nur noch begrenzt gibt. Und übrigens auch in Ländern wachsen, die eben nicht wie Spanien oder Portugal für uns Europäer selbstverständlich sind, sondern da reden wir über Länder wie den Oman oder aber auch Somalia, wo wir ganz andere gesamte Verhältnisse haben. Also auch diese Essenzen sind hochwertig und zugleich hochpreisig aufgrund dieser gesamten Umstände. Und dann gibt es eine Gruppe von Pflanzen, die ich mir nochmal ganz besonders angeschaut habe, die einen extrem niedrigen Anteil von ätherischen Ölen haben. Dort liegt nämlich der Anteil, Freunde, unter 0,1%. Das ist beispielsweise die Immortelle, Strohblume oder Helichrysum genannt. Das ist diese wunderbare Mittelmeerpflanze, die wir selbst schon in Kroatien gepflanzt haben, deren Ölmolekülanteil bei unter 0,1% liegt. Das zweite Beispiel ist die Melisse. Auch diese Pflanze hat einen Ölanteil von unter 0,1%. Ebenso, ihr kennt es, die wunderbare Rose, die ihr hier auch bei mir im Hintergrund sieht. Das heißt, trotz dieses enorm geringen Anteils sind es diese Pflanzen wert, gesammelt zu werden, destilliert zu werden und den Menschen zur Verfügung zu stellen, weil sie einfach diesen unglaublichen Gegenwert darstellen. Und zu guter Letzt stellt sich dann immer auch die Frage, gibt es denn auch Pflanzen, die sowohl Fettmoleküle als auch ätherische Öle produzieren? Ja, die gibt es. Ich nenne euch zwei Beispiele, die euch nicht so allgegenwärtig sind. Das eine ist zum Beispiel der Lorbeerbaum, der produziert in seinem Samen, in seinen Keimen das Fettmolekül und im Rest des Baumes auch das wunderbare ätherische Öl. Ihr kennt vielleicht unser Lorbeeröl, wunderbar vom Geruch, wunderbar von ja einfach auch dieser Fülle des Aromas. Und das zweite Beispiel, was ich euch gerne noch nennen möchte, ist in dem Zusammenhang der Muskatbaum, die Muskatpflanze in Anführungsstrichen. Auch sie hat im Keim, in dem Samen Fettanteile und gleichzeitig aber auch Moleküle, sogenannte ätherische Moleküle. Freunde, ich hoffe, es hat euch ganz ein wenig mal wieder so ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen lassen. Mich fasziniert es total, immer mehr über dieses Thema zu erfahren, es am liebsten gleich sofort wieder mit euch zu teilen, damit ihr mehr wisst, ihr mehr Sicherheit bekommt und vor allen Dingen mehr Menschen darüber erzählt, wie wertvoll diese natürlichen Essenzen in unserem Leben sein können. Wenn es dir gefallen hat, gib uns hier den Daumen oder abonniere unseren kostenlosen Kanal beziehungsweise teile es mit den Menschen, die sich selbst für Gesundheit interessieren. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Video.